Heute präsentiere ich Ihnen das neueste Mitglied unserer Pentatab-Familie, das Pentatab HD. Es ist ein 10 Zoll Tablet mit einer Full HD-Auflösung, 64 GB Speicher für Ihre Dokumente und Apps und einem 3G UMTS-Modul, damit Sie auch mobil online gehen können. Mein Name ist Dennis Möller von der Firma CSL Computer und ich möchte Ihnen heute die weiteren neuen Features des Pentatab HD vorstellen. Wir haben von dem Pentatab 10, dem Vorgängermodell, die bewährten Features übernommen. Das sind das Windows 8.1, Office 365 mit Word, Excel, PowerPoint und den weiteren Office-Applikationen, sowie der Intel 4-Kern-CPU mit 1833 MHz, 2 GB RAM und dem Pogo-Pin-Connector, damit das Tastaturdock problemlos an das Tablet angedockt werden kann und so das Tablet automatisch zu einem Notebook werden kann. Neu bei dem Pentatab HD ist die Full-HD-Auflösung des Displays mit 1920x1200 Pixeln. Kann ein Full-HD-Video in seiner nativen Auflösung auf dem Display wiedergegeben werden. Das möchte ich nun einmal kurz demonstrieren. Hier haben wir nun das Tablet und hier habe ich so eine Micro-SD-Karte, die führe ich seitlich in den Micro-SD-Karten wieder vom Tablet ein. Erkennt die SD-Karte, öffnet auch gleich richtig das Verzeichnis. Hier kann ich jetzt einmal zeigen, dass es bei dem Video sich um ein Full-HD-Video handelt. Das ist einmal hier 1080, 1920, also Full-HD-Auflösung. Ich kann das Video einfach starten und ein wunderschönes Bild auf dem Full-HD-Display des Tablets. Weiter verfügt das Tablet auch über 64 GB internen Speicher, das heißt, ich könnte auch Videos problemlos auf dem Tablet selbst speichern, aber über den MicroSD-Karten wieder geht das natürlich auch sehr komfortabel, um da einen Datenaustausch vorzunehmen. Weiteres Highlight des Pentatab HD ist das optionale 3G-Modul, mit dem ich quasi jederzeit mobil online gehen kann und im UMTS-Netz surfe. Ich habe hier einmal das Modul und die SIM-Karte. Die SIM-Karte wird einfach in das Modul eingesteckt und dieses Modul mit der SIM-Karte dann zusammen in das Tablet. Ich habe hier schon mal die Klappe vorher geöffnet, kann das jetzt einfach wieder schließen und schon ist das Modul komplett im Tablet verschwunden. Nun kann ich mit dem Tablet problemlos auch mit dieser Verbindung jetzt online gehen. Aktuell ist noch WLAN aktiviert, das schalte ich jetzt einmal aus und aktiviere das mobile Breitband. Einmal auf die Verbindung drauf und verbinden. Dann muss ich einmal die PIN eingeben, das ist die PIN der SIM-Karte, so wie es beim Handy auch ist. So wird das Ganze entsperrt. Es wird eine Verbindung zum Provider aufgebaut. Dann sehe ich, habe ich eine UMTS-Verbindung. So, und das war's auch schon. Jetzt kann ich mit dem Tablet im Internet surfen, so als ob ich im WLAN wäre. Aber die Daten kommen tatsächlich über das Mobilfunknetz, in diesem Fall von Vodafone. Und es funktioniert alles hervorragend, also wirklich ohne Einschränkung, auch von der Geschwindigkeit her, kann ich mit diesem Tablet dann im Internet surfen. Neben den Wireless-Features des Pentatab HD verfügt das Tablet natürlich auch über mannigfaltige Anschlussmöglichkeiten. Die möchte ich einmal kurz zeigen, kommen wir dazu näher an die Kamera. Diese befinden sich auf der linken Seite des Tablets, jetzt hier oben im Bild. Das ist zum einen der Ladeanschluss. Der Typ A USB-Anschluss, sodass ich USB-Sticks und Festplatten ganz einfach in das Tablet anschließen kann, ohne Adapter. Ein Micro-USB-Anschluss, ein SD-Kartenreader für Micro-SD-Karten, ein Mini-HDMI-Port, ein Kopfhöreranschluss sowie den Ein-Ausschalter. Das passende Zubehör können Sie natürlich direkt mitbestellen, sei es ein HDMI-Kabel oder eine Speicherkarte, bieten wir direkt zu dem Tablet mit an. Auf der Oberseite des Tablets befindet sich die Laut-Leise-Regelung sowie die Lautsprecher des Tablets. Auf der Rückseite befindet sich die 5-Megapixel-Kamera und auf der Frontseite eine 2-Megapixel-Kamera. Auf der Unterseite des Tablets befindet sich der Pogo-Pin-Anschluss, sodass das Tastaturcover per Magnetverschluss problemlos mit dem Tablet verbunden werden kann. Hier habe ich nun das Tastaturcover des Pentatab HD. Hat sich eigentlich nicht viel zum Pentatab 10 geändert. Es fungiert als Schutzhülle, genauso wie als Tastatur, sowie als Ständer für das Tablet. Ich kann das Cover einmal öffnen, sehe hier den Pogo-Pin-Anschluss, das heißt das Gegenstück zum Tablet.
Ich halte einfach nur das Tablet einmal hier drüber und der Magnetverschluss rastet ein. Das heißt, ich brauche keinerlei Knöpfe drücken oder irgendetwas. Das ist einfach eingerastet. Hier hinten kann ich dann die Hülle so falten, dass sie als Ständer fungiert. Das hält auch wieder magnetisch. Und schon habe ich ein Notebook aus dem Tablet gezaubert. Funktioniert auch hervorragend. Ich demonstriere es mal kurz hier an dem installierten Word. Kann hier anfangen zu schreiben. Alles ohne Probleme. Kann das Touchpad benutzen, wie ein Touchpad auch auf einem Notebook. Kann damit irgendwie Korrekturen vornehmen. Kann jetzt aber auch, das funktioniert aber auch schon mit unserem Pentatab 10, die Stifteingabe nutzen. Diese Stifteingabe ist ein Feature vom Windows 8.1. Hier kann ich dann handschriftlich Eingaben tätigen. Das geht auch mit dem Finger, aber es ist ja tatsächlich so, dass man mit Stiften deutlich besser schreiben kann als mit seinem Finger. Und der erkennt quasi meine Handschrift und ich kann sagen einfügen und der Text erscheint dann automatisch im Word. Diese Eingabe kann ich auch außerhalb von Word nutzen, also an jeder Stelle, wo Eingaben möglich sind. Mit dem geringen Gewicht von nur 544 Gramm ist das Pentatab HD noch einmal etwas leichter geworden. Und so kann ich es längere Zeit problemlos in den Händen halten, ohne dass die Arme so schnell müde werden. Wenn ich dann auf dem Sofa sitze, kann ich zum Beispiel auch mit dem Tablet wireless mein Bild auf den Fernseher wiedergeben, solange der Fernseher Miracast unterstützt. Aktuelle Modelle von Fernsehern und Beamern unterstützen bereits Miracast. Habe ich noch ein älteres Modell, kann ich das mit einem HDMI-Dongle nachrüsten. So einen Dongle haben wir als Zubehör im Angebot. Das ist der Microsoft Wireless Display Adapter. Der wird über den HDMI-Port mit dem Fernseher oder Monitor oder dem Beamer gekoppelt und über den USB-Port mit Strom versorgt. Darüber kann ich dann eine Verbindung mit dem Tablet aufbauen und das Bild auf dieses Gerät klonen. Das möchte ich nun einmal präsentieren. Um die Miracast-Fähigkeiten einmal zu demonstrieren, habe ich den Monitor mit dem HDMI-Dongle, diesem Microsoft Display Adapter, verbunden. Das ist dann das Bild, was ich sehe auf dem Monitor. Das heißt also, der Dongle gibt schon ein Signal an den hier stehenden Monitor weiter. Das Tablet, wie Sie hier sehen, ist nicht mit irgendeinem Kabel mit dem Display verbunden. Ich kann jetzt eine Verbindung drahtlos aufbauen, indem ich Charms beöffne, auf Geräte klicke, dann auf Projizieren. Da ich den Dongle vorab schon einmal kurz über diese drahtlose Anzeige hinzugefügt habe, erscheint jetzt hier dieses Symbol. Ich kann da einfach drauf gehen und es wird eine Verbindung aufgebaut. Ich sehe jetzt hier, er verbindet sich mit HD Demo. HD Demo ist der Name des Tablets, dem ich das hier einfach mal gegeben habe. Und ich sehe jetzt das Bild auf dem Monitor, was ich hier auch auf dem Tablet habe, kann jetzt auch, wie ich das so als Anwenderszenario nutzen möchte, zum Beispiel einen Film wiedergeben. Dann nehme ich einfach mal den Film von der MicroSD-Karte von vorhin, öffne das und gebe das auf dem Display wieder. Und selbst der Ton wird übertragen, das heißt also, der Ton, der jetzt wiedergegeben wird, kommt aus dem Monitor bzw. dann dem Fernseher oder Beamer, an dem man den HDMI-Dongle anschließt. Und so kann ich problemlos mein Tablet zur Steuerung nehmen, auf dem Sofa sitzen und auf dem Fernseher einen Film gucken, der aber eigentlich von meinem Tablet wiedergegeben wird. So funktioniert Miracast. Aktuell liefern wir das Pentatab HD mit Windows 8.1. Für die Zukunftsfähigkeit ist aber gesorgt. Wir haben schon einmal das Pentatab HD mit Windows 10, der Technical Preview Version, bespielt und können sagen, es funktioniert problemlos. Ich habe dazu einmal hier, um das zu demonstrieren, ein Tablet mit Windows 10. Dieses möchte ich jetzt einmal noch in einer kurzen Demo zeigen. Einmal den Spartan Browser, den neuen Browser von Windows 10 und einmal einen Skype-Call durchführen, damit Sie auch sehen können, wie wunderbar das mit den Kameras und Windows 10 schon alles funktioniert. Hier haben wir nun das aktuelle Windows 10 in der Technical Preview. Es funktioniert soweit schon hervorragend. Ich möchte jetzt einmal den neuen Browser Project Spartan einmal demonstrieren. Das ist ein neuer Browser, den Microsoft mit Windows 10 das erste Mal ausliefert. Er ist jetzt schon enthalten. Ist ein sehr leichtgewichtiger Browser, der halt Webseiten sehr schnell rendern soll. Bisher
kann ich das auch bestätigen. Also wie man sieht, die CSL-Homepage lädt er sehr zügig und ich kann auch Links anklicken. Das funktioniert auch soweit wie erwartet. Das heißt also im Touch-Modus sehr einfach zu bedienen und so kann ich durch die Seite sehr schnell navigieren. Er ist natürlich noch längst nicht fertig, aber in einer frühen Version funktioniert das, was Microsoft versprochen hat, schon hervorragend. Nun möchte ich noch einmal meinen Kollegen anrufen, um auch zu demonstrieren, dass das Tablet mit der Kamera und dem Skype schon wunderbar interagiert, selbst auf Windows 10. Rufe ich den Kollegen jetzt einmal an. Hallo Mirko. Das funktioniert super. Selbst auf Windows 10 habe ich dich jetzt auf dem Bildschirm. Jo, danke, tschüss. Ja, also wie wir sehen, selbst mit Skype funktioniert das alles hervorragend und so funktioniert Windows 10 auf dem Pentatab HD hervorragend. Mit den vielen neuen Features ist das Pentatab HD auf der Höhe der Zeit. Mit dem Quad-Core-Prozessor mit 1833 MHz, den 64 GB internem Speicher sowie dem Full-HD-Display, dem Typ-A USB-Port für USB-Sticks und Festplatten, die direkt in das Tablet eingesteckt werden können, dem optionalen 3G-Modul für UMTS und mobiles Internet sowie der 5-Megapixel-Kamera. Es ist der optimale Begleiter für mobiles Multimedia und den mobilen produktiven Einsatz, da Word, Excel, PowerPoint und die weiteren Office-Applikationen direkt enthalten sind. Zukunftsfähig ist das Pentatab HD natürlich auch, da wir jetzt schon demonstrieren konnten, dass Windows 10 problemlos auf diesem Tablet läuft.